Hallo allerseits, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Wochentaroskop. Und wie ihr seht, bin ich heute alleine und ihr werdet gleich feststellen, ich bin auch nicht live, denn tatsächlich sind Roy und ich gerade wild unterwegs und äh, es ist gerade etwas schwer. Oder die ganze Woche über haben wir keinen Termin gefunden, wo wir zusammen hätten aufnehmen können. Und daher müsst ihr heute mit mir vorlieb nehmen und es wird heute auch hoffentlich schnell gehen ist denn, ich bin wahnsinnig inspiriert, aber ich weiß es ist auch immer Fußball und sonst etwas. Ich gebe mir Mühe. Wir haben jetzt ja den letzten Tag des Junis, der 30. Juni 2024, Das heißt heute geht offiziell das erste Halbjahr des Jahres zu Ende und wir werden uns ab morgen auf neue Energien einlassen können. Was das genau bedeutet, was der Juli für uns bedeutet, das könnt ihr morgen noch genauer erfahren, astrologisch gesehen, wenn ihr einschaltet, wenn Christopher und ich über die Zeitqualität des Julis reden. Ansonsten habe ich natürlich auch ein paar Impulse für euch für die anstehende Woche. Derzeit befinden sich ja Sonne, Venus und Merkur im in, in Krebs und äh, der Mars befindet sich im Stier. Saturn ist gerade dabei, rückläufig zu werden. Seit gestern hat er damit angefangen und Pluto ist ja sowieso schon rückläufig. Ansonsten haben wir in dieser Woche zwei wichtige Termine. Merkur wird am Dienstag in den Löwen reisen. Er macht also die Vorhut für die anderen Planeten, die demnächst dann auch in den Löwen gehen werden, vor allem die Sonne erst einmal. Ja, und am selben Tag, am Dienstag wird auch neptun rückläufig, das heißt die phase der langsam laufenden planeten, die rückläufig unterwegs sind, beginnt dann damit. am freitag ist ein ganz besonderer tag. am freitag gibt es dieses wochentaroskop. vier jahre lang seit vier jahren sind wir eigentlich jede woche für euch da und prä präsentieren euch die aktuellen konstellationen aus astrologischer und Kartensicht, ich finde, das ist eine ganz schöne Leistung. Und am Samstag ganz früh am Morgen, äh, ja eigentlich kurz nach Mitternacht könnte man sagen, findet dann der Neumond im Krebs auf ungefähr 15 Grad, dem berühmten kritischen Grad statt. Ähm, dazu dann aber mehr im mantischen Mondimpuls, den ich am Freitag wohl machen werde, wenn ich das zurzeit absehen kann. Ansonsten gerade befindet sich der Mond im St Dir. Am Dienstag gegen 18 Uhr wechselt er in die Zwillinge, am Donnerstag gegen 23 Uhr in den Krebs und am Sonntag gegen 6 Uhr morgens in den äh, Löwen. Deswegen ähm, haben wir dann äh, am Samstag, verzeihung, am Samstag wechselt er in, nein, Neumond im Krebs irgendwas falsch gemacht. Stier, Zwillinge, Krebs. Ah ja, logisch. Am Samstag haben wir den Neumond im Krebs. Deswegen ist der Mond auch noch im Krebs. Und am Sonntag früh gegen 6 wechselt er in die, in die Löwen. Das war jetzt eine schwere Geburt. Ich nehme das hier auf unter großer Hitzeeinwirkung. Also bitte habt Erbarmen mit mir. Ich mische hier jetzt gerade die Karten für den Spirit Guide für die kommende Woche und dieser Spirit Guide, das ist eine Karte aus dem Deck traditionelle Orakelkarten. Ich fühlte mich jetzt inspiriert dazu mal wieder diese Karten als Spirit Guide zu nehmen, einfach weil Christopher und Roe ja am Donnerstag eine Schöne Sendung dazu gemacht haben und wir mit den Karten wieder mehr arbeiten wollen. Prinzipiell. Es wird auch wieder Kurse dazu geben ab dem Herbst. Also, wenn ihr Lust habt, da mehr drüber zu erfahren, gebt uns einfach Bescheid. Und ich schaue jetzt mal, welche Karte da für uns äh, ansteht. Und ja, leider ist es der Verdruss ich weiß rui sagt immer nicht so sehr aufs wort hören und ich habe jetzt leider nicht ihn dabei für die interpretation aber was mir auffällt an dieser karte ist dass hier eine tür im hintergrund offen steht dass eine landschaftsszene ist und dass dieser streit hier vorne der ja ziemlich unausgeglichen wird unter zwei menschen die nicht äh, dieselbe position im leben haben prallen hier aufeinander äh, dass dieser streit ähm, Vielleicht dazu führen kann, dass wir äh, neue Türen öffnet, beko eröffnet bekommen, durch die wir durchgehen können, wenn uns eine Situation etwas nervt. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, weil Merkur ja in den Löwen geht und der Löwe ist bekannt dafür, dass er sehr stolz ist und ähm, sich, nicht, äh, sich nicht unbedingt was sagen lässt, wenn es an seine Ehre geht. Und. Ja, diese Karte könnte darauf hinweisen, dass wir, auch wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir eigentlich die unterlegenere Person sind, vom Status, von der Größe oder sonst etwas her, dass wir uns trotzdem dieser Situation stellen sollten, mutig sein sollten. Und wenn die Situation sich gar nicht ändern lässt, dann gehen wir durch die Tür und schließen sie hinter uns. Das wäre meine Idee dazu, und äh, alles Weitere was der verdruss sonst noch bedeutet könnt ihr ja dann erfahren wenn ihr euch die sendungen anseht die roe und christopher im laufe der nächsten wochen äh, immer wieder präsentieren werden und damit geht es weiter zu der äh, zum wochentaroskop ja ganz unspektakulär habe ich mich entschieden für ein Deck, das ich vor kurzem diese Woche geunboxt habe. Das Wanderers Tarot von der Casey Zabala. Schaut euch gerne das Unboxing an, wenn euch dieses Deck jetzt inspiriert. Es ist ein magisches Deck, ein Deck, das auch ähm, feministisch geprägt ist. Und die Symbole sind ein bisschen schwierig zu greifen, aber ich finde sie spannend genug, um uns alle mal damit zu beschäftigen. Und OE hat netterweise die Karten gezogen und so ist er wenigstens ein bisschen in, in dem ganzen Thema mit drin. Und ich würde sagen, film ab, wir beginnen. Und zwar beginnen wir natürlich mit dem lieben Krebs. Und ich habe jetzt nicht die Karte hingelegt, aber jetzt tue ich jetzt. Und liebe Krebse, es ist weiter eure Geburtstagszeit. Zwar verlässt euch der liebe Merkur am äh, Dienstag, aber das ist für euch jetzt gar nicht so schlimm, denn Venus und die Sonne bleiben <laughs> euch erhalten. Und ihr könnt, glaube ich, weiterhin diese Energie sehr gut genießen. Besonders wichtig ist für euch natürlich der Samstag, der Neumond im Krebs in eurem Zeichen. Das heißt, der Mond und die Sonne treffen sich am Samstag ganz in der Frühe in eurem Zeichen. Und das ist eigentlich der Moment, wo euer Lebensjahr, euer neues Lebensjahr richtig anfängt, egal wann ihr in der Krebszeit Geburtstag habt. Schaut, was sich gerade am Samstag für euch ereignet auf den verschiedenen Ebenen die euch gerade besonders beschäftigen, sollten neue, frische Impulse daherkommen. Und ich wünsche euch bei diesem Neumond ganz viel Spaß. Die Karte, die Roe für euch gezogen hat, ist die Drei der Steine. Die Drei der Steine, äh, eine Karte der guten Zusammenarbeit. Und ich finde, hier ähm, sieht man richtig wie ein magischer. Kreis, na, Kreis ist es nicht, aber ein Altar hergerichtet wird, um Energien zu produzieren. Ähm, ein wenig haben wir hier auch was Numerologisches drin. Ne? Wir haben zwei Steine, die eine Verbindung erstellen zu diesem Stein hier äh, im Vordergrund. Und das ist sehr oft das Thema einer Dreierkonstellation. Zwei Elemente kommen zusammen, etwas Drittes, Neues entsteht daraus. Und äh, ihr könnt gerne mal überlegen, welches neue Baby. Jetzt in euch reifen möchte oder in der Zusammenarbeit mit jemand anderem reifen möchte. Die Münzen verweisen natürlich auf etwas Konkretes, auf etwas, was in euch ähm, geboren werden möchte. Das kann eine produktive Zusammenarbeit bei einem Projekt sein. Es kann natürlich auch die Konkretisierung einer Liebesaffäre sein, je nachdem. Auf jeden Fall es ist es eine starke Karte, die. Ähm, ja, euch auffordert, euch an den Tisch mit den Menschen, um die es geht, zusammenzusetzen und gemeinsam etwas Neues ins Leben zu rufen. Da das eure Geburtstagswoche ist, kann das auch ein Projekt sein oder etwas, worum es geht, was wirklich das ganze nächste Jahr in euch arbeiten soll. Oder vielleicht nehmt ihr euch einfach auch etwas Wichtiges vor für das kommende Jahr. Da ist die Karte auch ideal für geeignet und ich wünsche euch. Ganz, ganz viel Freude damit. Das, meine lieben Krebse, war meine Nachricht für euch und die kommenden Tage. Das war die Werbeeinblendung. Falsch gedrückt. Gar nicht so schlecht, ne? Könnte ich öfter mal machen. So, als nächstes kommt äh, Moment. Das, das war lustig. Ich, war, ich es tut mir leid, ich habe hier neue Einstellungen. Als nächstes kommt der Löwe an die Reihe und liebe Löwen. Für euch ist ein Neumond auch immer etwas Spannendes, also auch mal darauf achten, was am Samstag sich äh, in eurem Leben ereignet. Wenn es im Krebs stattfindet, ist das nicht so super spannend für euch, weil die Verbindung zwischen Krebs und Löwe, die ist nicht so wahnsinnig stark. Aber da ähm, ihr Merkur am Dienstag in euer Feld bekommt, endlich wieder ein Feuerimpuls, da gab es ja lange nichts, kann es trotzdem sein, dass ihr der Neumond und dieser Merkur euch dazu ähm, beflügeln, besser euch wieder auszudrücken, wieder mehr in die Gänge zu kommen, motivierter zu sein, euren Spaß, euer Spiel, eure Lebensfreude nach vorne zu stellen. Und wir schauen mal, wie sich das mit den Karten ausgeht. Und da habe ich für euch, da muss ich mal rechnen, na, perfekt, die neun der Steine gezogen und die neun der Steine. Spricht der Neuen der Münzen ne? eine weitere Karte? Während es bei den Krebsen darum geht, etwas auszusäen, geht es bei euch darum, etwas zu ernten. Das ist die Qualität der Neuen und die Neuen der Steine oder traditionell die Neuen der Münzen hat immer etwas sehr Konstruktives. Hier ist in dem magischen Kreis oder in diesem magischen Feld, das auch auf die Himmelsrichtungen verweist, etwas. Neues entstanden, hier hat sich etwas materialisiert und nun ist es dran, das abzuernten und die Neuen der Münzen. Ja, die erinnert euch dann daran, dass es gar nicht mehr so weit ist, für äh, dass äh, eure Geburtstagszeit beginnt und ihr somit sowieso gut daran tut, Resümee über das letzte Jahr, über die letzten Wochen zu ziehen, damit ihr dann, wenn eure Geburtstagszeit angebrochen ist, wenn euer Neumond stattfindet, äh, ihr reichlich Ideen habt, wie es denn im nächsten Jahr für euch weitergehen darf. Ein sehr positives äh, Kartenbild, wie ich finde. Äh, stabil und äh, gleichzeitig aber nicht eintönig, sondern kreativ. Und ich wünsche euch mit dieser Karte ganz viel Glück und Spaß. Das war meine Nachricht für euch, liebe Löwen. Ich schaffe das. Das ist das Letzte, was ich tue. Da muss ich hindrücken. Liebe Jungfrauen, nun seid ihr an der Reihe. Und äh, was ist für euch gerade Thema? Der Merkur, euer Herrscher, der läuft ja jetzt noch durch den Krebs und wird. Am Dienstag in den Löwen wechseln. Für euch ist das äh, eine Energie, die euch auch, wie schon den Löwen, tatkräftiger werden lässt, denn der Merkur im Krebs ist immer so ein bisschen gefühlsduselig. Ihr seid natürlich auch romantisch, aber das nervt euch dann doch auf die, nach einer gewissen Zeit, da nichts äh, Produktives zu ähm, konstruieren der merkur im löwen der gibt euch drive der gibt euch kraft die dinge anzugehen und umzusetzen die ihr euch vorgenommen habt und das ähm, tut euch sicher gut. gleichzeitig könnte es sein dass es in euren partnerschaften in den nächsten wochen wieder etwas anstrengender wird sowohl saturn als auch neptun die beide sich in eurem gegenzeichen fische befinden die äh, ja die sind jetzt rückläufig und ziehen euch vielleicht noch mal in manchen Themenbereichen in die Vergangenheit zurück. Schaut nach vorne, lasst das alte Gedönse sein und regelt eure neuen Themen, die euch dann im Sommer und im Herbst beschäftigen dürfen, wenn dann eure Geburtstagszeit anbricht. Und wir schauen mal, wie das aus Sicht der Karten aussieht. Da habe ich, wenn ich das richtig interpretiere. Ah ja, jetzt verstehe ich es. Die Karten sind ein bisschen schwer zu deuten für mich. Die drei der Monde gezogen, die den drei der Kelchen entspricht. Eine Feierkarte, eine Genusskarte. Wir haben jetzt wirklich viel Drei, ne? Drei, neun, drei. Es wird sicher noch was anderes kommen. Aber auf jeden Fall sind wir hier auch wieder im Bereich äh, des äh, Genießens. Äh, der Mond, der kommt so ein bisschen wie eine Hängematte daher, in die wir uns rein hängen können und ist natürlich auch wieder ein Verweis für mich auf den Neumond, darauf zu achten, wie sich die Zyklen äh, in uns bewegen, die Zyklen des Mondes vor allem und was daraus entstehen kann. Was ist zu Vollmond äh, erblüht, so nehme ich diese Karte wahr und was setze ich jetzt als neuen Samen zu Neumond und überhaupt, das ist eine Karte wirklich, die sagt, entspannt euch, Neptun, wollen ein bisschen schlafen, will ein bisschen schlafen. Saturn will ein bisschen schlafen. Ihr habt auch das Recht, euch ein wenig auszuruhen, auch wenn Merkur sagt: jetzt aber mal Butter bei die Fische. Also eine gesunde Mischung aus Pausen, Feiern, genießen mit anderen Menschen und in die Gänge kommen bei Dingen, die euch glücklich machen. Und dann macht ihr genau das Richtige für euch. Und das, liebe Jungfrauen, ist meine Nachricht für euch. Liebe Wagen, ihr seid jetzt dran und äh, da muss ich natürlich noch die Karte hinlegen, äh, um das mit euch würdig zu begehen. Ähm. Für euch, liebe Wagen, ist keine große Veränderung in Sicht. Eure Herrscherin Venus bleibt im Krebs, hilft euch dabei, noch tiefer ins Gefühl zu gehen, mehr euch mit eurer Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Und der Neumond, der jetzt stattfindet, ja, der könnte so ein bisschen anstrengend für euch sein, weil er eben im Krebs stattfindet, ein kardinales Zeichen, wie ihr es seid, und somit so ein bisschen so Ecken und Kanten aus euch herausholt und euch ein bisschen auf die Seite bringt. Was habe ich noch nicht geschafft? Was will ich eigentlich schaffen? Wichtig ist, dass ihr den Fokus auch nach vorne richtet und nicht zurück. Und dann sollte das alles sehr gut für euch funktionieren. Merkur, wenn er im Löwen ist, bescheint euch sehr positiv, gibt euch Kraft und äh, Spannung, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie ihr sie dann umsetzt, das ist dann wieder eure Sache. Aber erst einmal gute Energien auch für euch in der anstehenden Woche. Und ich habe wieder eine Zahl, die mit drei zu tun hat, nämlich die Sechs der Federn gezogen. Die Federn, das sind in diesem Deck die Stabkarten. Ein bisschen seltsam. Es geht darum, dass es ein, dass das Feuer inspirierend ist und mit Leichtigkeit verbunden wird. Und wir sehen hier äh, eine Vorbereitung für ein Ritual, würde ich sagen. Das passt auch sehr gut zur Sechs. Da geht es darum, alle Elemente zusammenzubringen, damit etwas Neues entstehen kann in der Sieben. Und äh, hier sind unterschiedliche Federn aufgereiht, als hätte jemand sich in der Tierwelt umgeschaut. Und unten liegt ein kleiner Hexenhut, der darauf wartet, aufgesetzt zu werden und äh, aktiv für die magische Arbeit genutzt zu werden. Für euch bedeutet das, dass ihr jetzt in der kommenden Woche aufgefordert seid, alle Elemente zusammenzubringen, die euch wichtig erscheinen, um euren Sommer gut zu gestalten. Und äh, das sollten. Elemente aus den unterschiedlichsten Bereichen sein. Es ist eine Karte, die auch euch auffordert, einen klaren Fokus auf das zu legen, was ihr erreichen wollt und euch möglichst nicht von Dingen ablenken zu lassen oder Menschen ablenken zu lassen, was gerade für euch, liebe Waage, keine einfache Aufgabe ist. Also bleibt bei euch, sammelt alles, was es zu sammeln gilt. Und dann könnt ihr, wenn ihr alles beisammen habt, gerne auch tatsächlich symbolisch daraus etwas Neues für euch gestalten. Aber das Ritual an sich, das passiert vielleicht erst nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, was da für euch sich alles manifestiert in der kommenden Woche und ich freue mich, wenn ihr mir darüber berichtet. Das, liebe Wagen, waren meine Worte für euch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit. und schon sind wir beim skorpion gelandet und lieber skorpion für dich gibt es äh, auch nichts neues zu vermelden es tut dir gut dass ähm, venus und sonne jetzt auch gerade noch merkur in den äh, im krebs sind der neumond im krebs wird dir auch sehr gut tun dass, Mar, dass ähm, Saturn und Neptun in den Fischen gerade rückwärts laufen, ist für dich auch keine schlechte Energie. Diese ganze Wasserbetonung, da bist du wirklich in deinem Element und kannst das Leben gut genießen. Ähm, ich habe für dich keine großen Veränderungen. Äh, Mars weiter im Stier, in deinem Gegenzeichen, hält trotz all dieser Wasserenergie dich... Bei der Stange hilft dir, Dinge anzugehen und umzusetzen, die du so brauchst. Und wir schauen mal, welche Karte der Rohe für dich gezogen hat. Und naja, tara, es ist unser erstes großes Arkanum, die liebe Sonne. Und was soll ich sagen? Besser als die Sonne geht es ja nicht. Ich sehe hier eine Hand, die tatsächlich die Sonne in sich hält und sie zum Strahlen bringt. Ich catche mir sozusagen meine Sonne. Und das wäre für mich nochmal ein Verweis auf den Neumond, wo ja sich Sonne und Mond begegnen und äh, ihr, liebe Skorpione, dadurch die Gelegenheit habt, zu dem Neumond wirklich ähm, eine transzendentale Erfahrung zu machen. Etwas, was ihr besonders gerne tut. Sonnenschein gehört in den Juli. Schöne Energie für euch. Ich wünsche euch ganz tiefgreifende Erkenntnisse. Dafür lebt ihr ja. Und das waren meine Gedanken für euch und die kommende Woche. Der Schütze ist dran. <laughs> Liebe Schützen. Für euch äh, ja, wird es ruhiger und ruhiger, obwohl Merkur, Merkur, der Herrscher eures Gegens, Gegenzeichens Zwillingen, Zwillinge, reist nun in den Löwen. Und das ist für euch gut, denn genauso wie der Löwe Feuer braucht, um die Dinge anzugehen, braucht auch ihr dieses Feuer. Und Merkur sorgt dafür, dass ihr wieder ein bisschen mehr in Action kommt. Vielleicht habt ihr euch in den letzten Wochen etwas hilflos gefühlt, vor allem auch, weil Jupiter halt durch die Zwillinge reist und immer wieder euch fragt, ah, was macht denn noch Sinn, wo geht denn der Sinn hin für mich und was soll ich denn nur tun? Viele, viele Fragen, die in eurem Kopf herumschwirren. Bei Merkur, der wird jetzt im Löwen Klartext reden und euch die richtigen Lösungen für eure Probleme bringen. Und die Karte, die der für euch gezogen hat, das ist schon wieder eine Zahl, die mit der 3 zu tun hat, nämlich die 9 der Messer. Bei der 9 der Messer sehe ich, dass hier die Messer äh, unterschiedlichster Fasson zusammengesammelt sind, zusammenkommen, einen magischen Kreis bilden und in der Mitte äh, sehen wir geschnittene Blumen und äh, Eicheln und äh, hier wird anscheinend ein magisches Ritual. Ähm, ja, mit der neuen sollte es eigentlich beendet werden und nicht äh, begonnen werden. Aber anscheinend ist hier etwas, äh, vielleicht ist es ein Andenken aus einem Ritual. Da bleibt ja oft etwas übrig, das jetzt noch aufbereitet wird und irgendwie konserviert wird, um es immer wieder zu betrachten und damit neu zu arbeiten. Diese Karte wirkt ganz unbedrohlich, wie ich finde. Im Gegensatz zu der Sechs der Federn, die wir aber gerade gesehen haben, ist hier keine Struktur drin, kein klares sein, sondern eher so ein bisschen Chaos in den Gedanken. Also eine wichtige Aufgabe wäre es, wenn Merkur jetzt durch den Löwen reist, dass ihr eure Gedanken ein bisschen unter Kontrolle bringt, euch fokussiert auf wenige Dinge und nicht all over the place seid sozusagen. Uh, nehmt das, was gerade am ehesten zur Blüte getragen werden kann, als das Projekt, was in der kommenden Woche angegangen werden soll. Und dann macht ihr das Richtige für euch. Langzeitprojekte würde ich im Augenblick gar nicht so sehr ähm, nutzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr mit einer Sache beginnt und dann wird alles sich richtig sortieren. Das Liebe Schützen war meine. Nachricht für euch und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ja, jetzt ist ja eigentlich die mantische Trinkpause angesagt, die werde ich heute verkürzen. Cheers. Aber. Lasst mich kurz überlegen, ob es ein paar wichtige Nachrichten gibt für euch. Ich habe schon erwähnt, dass Christopher und ich morgen live gehen und über die ähm, Konstellationen der Anste des anstehenden Monats reden. Davor planen wir über die Acht zu reden. Ihr seht so langsam wird die numerologische Reihe beendet. Und uns meinen, macht das ja großen Spaß. Also freut euch auf Montagabend, auf Morgenabend mit einem sehr spannenden Programm. Mantische Mittagspausen gibt es gerade weniger, weil ich ständig unterwegs bin. Und ihr seht ja, ich schaffe es ja nicht mehr, mich mit Roe zu verabreden gerade. Aber sobald ich wieder mehr Freiraum habe, wird das auch wieder der Fall sein. Ich denke jetzt, in den heißen Sommertagen haben wir auch alle andere Dinge zu tun. Also nicht verdrießen. Ich bleibe am Ball und versorge euch so gut ich kann mit guten Nachrichten. Ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, heute Morgen war ich ja auch nicht live und habe mich bemüht, dann euch anderweitig äh, Infos zukommen zu lassen ich glaube, das ist die beste lösung, weil ich es stresst mich einfach, wenn ich weiß, ich habe nichts über einen tag gesagt in irgendeiner form. ich finde dann ist mal so eine lücke. das mag ich einfach nicht, äh, gerade weil ich auch die astrologie hier in der geheimnisakademie bediene. aber prinzipiell, ähm, ja, denke ich, dass das alles ganz gut läuft. Christopher Roe und ich planen auch diverse Aktivitäten, die allerdings wieder erst nach den Sommerferien stattfinden werden. Und Roe und ich bereiten uns auch auf unseren Urlaub vor. Wir werden äh, dieses Jahr äh, in England unterwegs sein, was mich sehr freut. Und äh, da gibt es auch noch einen Vortrag zu halten. Gut, ehe ich hier in meine Gedanken versinke, in meinen Gedanken versinke, trinke ich noch einen Schluck und wir machen weiter. Und zwar ist nun der liebe Steinbock an der Reihe. Liebe Steinböcke, für euch äh, steht es jetzt äh, wirklich an, dass Pluto wieder in eure in euer Feld kommt. Der rückt zu euch Ganz schön auf die Pelle in der letzten Zeit. Und ich glaube, das spürt ihr auch. Es ist einfach viel zu bewältigen. Auch alter Kram, von dem ihr dachtet, dass er ja, bearbeitet sei, kann wieder nerven und stören. Und es hilft nichts. Augen zu und durch. Haltet einfach noch ein paar Monate aus. Und dann wird alles leichter. Jetzt gerade in der Krebszeit ist es natürlich besonders herausfordernd für euch, weil das euer Gegenzeichen ist. Und Sonne und Venus und dann auch noch den Neumond in einer Woche in diesem Feld zu haben, ist sicher nicht das allerleichteste. Ihr müsst euch mit euren Emotionen auseinandersetzen. Darauf habt ihr so selten Lust. Ihr möchtet ja lieber einfach arbeiten. <laughs> Aber dabei hilft euch Saturn natürlich, der ähm, positiv mit den Krebsplaneten arbeitet, euer Herrscher und jetzt allerdings rückläufig ist und auch noch mal auf Themen aus der Vergangenheit verweist, die es abzuschließen gilt. Ihr kommt damit klar, da bin ich mir sicher. Und die Karte, die Roé gezogen hat, wird euch vielleicht unterstützen, vielleicht auch vor eine andere kleine Herausforderung stellen. Welche Karte ist es denn? Oh. Na bitte, keine Panik. Ihr habt den, äh, die Welt äh, zugekiest bekommen und die Welt ist natürlich eine klasse Karte. Also für euch gilt es tatsächlich, diesen Abschluss zu machen, von dem ich gerade berichtet habe. Und, äh, oh Gott, klein Moment. Gut, ich dachte, ich muss niesen, aber <laughs> es war nicht so. Ähm, diese, ähm, äh, diese Karte sagt einfach, dass ihr wirklich, wirklich bald ein... Ja, eine Situation hinter euch lassen werdet, die euch lange in Atem gehalten hat, ein Lebensabschnitt. Das muss nicht unbedingt was Negatives sein. Es kann einfach auch etwas sein, wie, ja, da ist jetzt die Zeit durch, die Zeit ist abgelaufen und ihr werdet das in einer guten Art und Weise abschließen. Da bin ich mir sicher. Also, der Kosmos mag mit euch gerade so ein bisschen Achterbahn fahren, aber die Karten sind auf eurer Seite und zeigen euch den richtigen Weg. Genießt es, kommt gut durch die anstehende Woche und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Das war meine Nachricht für euch. Als nächstes habe ich hier den Wassermann <laughs> für euch ähm, Moment der Wassermann der Wassermann ist hier liebe Wassermänner was gibt es für euch zu beachten in der Luft ist gerade auch nicht viel Energie außer Jupiter in den Zwillingen daran seid ihr gewöhnt Pluto ist immer noch in eurem Zeichen aber schon verdächtig nah an den Steinbock gerückt. Für euch, Uranus bleibt weiter im Stier, ist keine große Veränderung abzusehen. Allerdings Merkur im Löwen, das könnte ganz interessant sein am Dienstag. Löwe ist ja euer Gegenzeichen. Da gibt es ein paar Impulse, die es dann vor allem in der Löwezeit zu beachten geben wird. Also schaut mal, was gerade so am Dienstag euch für Nachrichten ereilen, mit denen ihr vielleicht dann... In den nächsten Wochen, wenn wir die Sonne im Löwen haben, äh, zu tun haben werdet. Ansonsten schauen wir uns einfach mal eure Karte an. Und ja, da habe ich auch eine wirklich gute Karte für euch gezogen. Bisher waren die ja auch alle gut, muss ich mal sagen. Die Göttin der Steine. Und äh, das ist doch ähnlich wie die Welt: eine Karte, die sagt, ich habe hier einiges bewerkstelligt. Ich äh, habe einen Gipfel erstürmt unter mir. Sind einige, die da auch gerne hoch wollen? Ich kann ihnen jetzt den Weg zeigen, oder aber ich kann sagen, ich bin hier oben, ihr seid da unten. Als sehr soziales Zeichen gehe ich mal davon aus, dass du dein Wissen und deine Erkenntnisse mit anderen Menschen teilen wollen wirst. Tu das bitte, aber vor allem genieße auch die Erfahrungen, die du gemacht hast und sei stolz auf dich und denk. Ja, vielleicht ist das auch das Merkur-Thema am Dienstag. Denk darüber nach, was als nächstes für dich kommt. Denn eine Göttin, eine Königin ist mal ein Abschluss von etwas. Und wir haben hier sehr stark immer wieder das Thema Ernten, Abschließen. Ne? Finde ich echt ganz spannend. Auch oh, die 21 lässt sich durch drei teilen, stelle ich gerade fest. Gut, ihr Lieben, das waren meine Worte für euch, liebe Wassermänner. Und nun geht es natürlich in die Welt der Fische und liebe Fische ihr habt es mitbekommen Neptun und Saturn die ja weiter durch euer Zeichen reisen sind beide rückläufig jetzt und für euch bedeutet das auch dass ihr noch mal mehr in vergangene Themen zurückgezogen werdet das muss gar nichts Schlimmes sein. Es kann einfach auch eine Tagträumerei sein oder eine Erkenntnis, dass ich da, weil ich so viel gerödelt habe, manche Träume übersehen habe, die ganz wichtig eigentlich wären für mich und jetzt wieder daran erinnert werde. Wie kann ich mit ihnen umgehen? Der Neumond im Krebs ist für euch besonders schön, weil er auch Saturn und Neptun zusätzlich noch mal aktiviert und euch helfe, hilft bei Dingen die lange schon in euch herumwabern, diese auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und die Karte, die Roé -E euch gezogen hat, ist auch eine sehr schöne. Das ist die Prophet of Moons-Karte. Bei dem Deck bin ich mir nicht ganz sicher, welche Verbindung es gibt zu den Rittern, den Königen, den Prinzen, den Buben. Aber Prophet of Moons ist eine sehr schöne karte die der fische energie natürlich total entspricht und an die hohe priesterin erinnert ja guck mal sie sitzt da auf einem stein sie ist geerdet und das wasser fließt da haben wir das saturn-neptun-thema und äh, auch der neue mond zeichnet sich hier ab es gilt äh, ja wir haben ja die drei mondphasen ne? wir haben den neuen mond den Vollmond, auf dem die Gestalt sitzt und den abnehmenden Mond. Und es gilt wirklich, die nächste Phase einzuleiten, aber vielleicht vorher noch etwas zu vollenden. Das sagt mir diese Karte und sie gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, liebe Iris, die du natürlich zuschaust, bist auch zufrieden. Und das, liebe Fische, waren meine Worte für euch. Nun kommt der Widder dran und liebe Widder, Merkur in Löwe ist gut für euch, gibt euch ein bisschen mehr Dampf, wie es auch für die Schützen und der Lö den, die Löwen der Fall ist. Und äh, ansonsten keine großen Veränderungen in eurem Zeichen. Ähm, ihr müsst einfach wieder ein bisschen abwarten, bis die Löwe-Periode beginnt. Dann habt ihr ordentlich Zunder und Spaß. Und Mars, der im Stier läuft, euer Herrscher, der wird ja auch bald auf Uranus treffen im Juli. Also das ist sicher dann auch noch mal wieder ein Aktivierungspunkt. Aber im Augenblick genießt es ruhig, eine ruhige Kugel zu schieben. Und die Karten sagen das auch. Ihr habt nämlich die Göttin der Monde, die Göttin des Wassers gezogen. Und die pausiert da auch ganz gemütlich auf einem Stein. Sie sitzt an einer Quelle und äh, labt sich, würde ich sagen. Sie hat da einen Becher in der Hand. Äh, sie hat Kerzen angezündet und kommt so ein bisschen zur Ruhe, ist mein Eindruck. Also die ganz klare Aufforderung: Ihr lasst es euch in der kommenden Woche gut gehen. Nehmt vielleicht ein bisschen Inspiration von Merkur mit, aber ansonsten entspannt euch. Und das ist meine Nachricht für euch und die kommenden Tage. Stier, der Stier ist an der Reihe. Und, liebe Stiere, ich habe für euch die... Ähm, für, für euch die Nachricht, <laughs> dass Mars weiter in eurem Zeichen arbeitet Ich habe es eben schon beim Wider gesagt Mars wird im Juli auf Uranus treffen Das wird euch ganz schön aktivieren aber im Augenblick ist es auch bei euch keine große energetische Veränderung. Äh, Mars läuft auf ähm, Mars läuft darauf hinaus, dass er, da etwas zum Explodieren in eurem Zeichen bringt. Aber im Augenblick könnt ihr da noch so ein bisschen sagen, okay, ich lasse diese Energie mal aufbauen und schaue, wohin es geht. Ähm, Venus, eure Herrscherin, ist im Krebs, die ist auch entspannt. Und von daher ähm, denke ich, dass ihr eine Karte haben werdet, die auch eher ruhig unterwegs ist. Und ja, die hatte ich neulich im Unboxing. Es ist die, Göttin der Federn, also die Göttin der Stäbe. Und da denke ich schon so ein bisschen, dass da die Marsenergie eine Rolle spielt, denn da geht es ja um Dynamik. Und <laughs> wie sie hier mit den verkreuzten Beinen steht, so kann man eigentlich nicht wirklich dastehen, zeigt auch, dass sie noch nicht so richtig weiß, wie sie sich da aus ihrer Situation herausknoten soll. Aber sie hat die Kraft, sie hat die... Flügel dazu zu fliegen und vielleicht äh, hilft es ihr auch ihre Beine so ein bisschen zu äh, demobilisieren, damit sie ihre Federn ihre Flügel nutzt und fliegen kann. Da baut sich wirklich ganz viel Kraft auf, aber es ist noch nicht Zeit diese zu entladen liebe Stiere beobachtet einfach ähm, was jetzt sich für euch ergibt wenn der Neumond auch ist, denn der wird ja auch mit Venus in Verbindung stehen, dieser Neumond, und welche Impulse ihr bekommt, eure Fantasie fliegen zu lassen. Ich denke, das ist das Wichtigste, was ich euch aufgrund dieser Karte mitgeben kann und wünsche euch eine wirklich gute Woche. Das waren meine Worte für euch. Die Zwillinge, ihr seid ja im Augenblick das Zeichen, das als letztes drankommt, und äh, ich bin sehr gespannt, liebe Zwillinge. Ähm, oh, jetzt habe ich die Karte schon aufgeteckt. Seht ihr, ich bin wirklich ein bisschen äh, am Schwächeln, aber guckt mal, es ist schon wieder eine Neun, Es ist echt lustig. Ähm, die Neun der Federn und äh, euer Herrscher, liebe Zwillinge, reist jetzt ja in den Löwen. Das passt zu den Federn, die ja dem Feuer zugeordnet sind. Und ihr habt wieder mehr Möglichkeiten, euch auszudrücken, Dinge anzugehen und einfach auch rauszuhauen, als ihr das habt, wenn ihr euer Herrscher durch den Krebs läuft. Ich sehe hier jemanden, der sich mit Federn schmückt oder die sich mit Federn schmückt, die ihren Hut mit diesen Federn bestückt nach dem Motto: Das habe ich alles geschafft. Diese Dinge habe ich alle erreicht und jetzt gehe ich damit nach draußen und zeige mich. Ich bin stolz auf die Dinge, die ich erhext habe. Und nach und nach wird da auch noch weiteres dazukommen. Das ist der Gedanke, den ich habe, wenn ich diese Karte sehe. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und ähm, ich denke auch, dass äh, die Neuen der Stäbe immer was mit Stärke zu tun hat. Ein bisschen ist das Thema Abgrenzung wichtig bei der Neuen der Stäbe. Und dafür habt ihr ja den Hut. Setzt den auf. <laughs> nicht nur, um Chef zu sein, sondern um euch vor Energien zu schützen, die euch nicht so gut tun. Dann tut ihr genau das Richtige in dieser Woche für euch. Das, liebe Zwillinge, war meine Nachricht für euch. Und damit. Sind wir bei der Quinta Essentia angelangt? Wieso kommt denn der Krebs jetzt wieder? Das muss ich mal kurz austesten. Ja. Die Quinta Essentia ist verschwunden. Interessant. Okay, kein Symbol für die Quinta Essentia. Dann soll das so sein. Dann machen wir das halt. Ohne Symbol und schauen einfach mal, was sich da ergibt. Und ich fange einfach mal von hinten an. Wir haben die 9. Es ist ein bisschen durcheinander mal wieder. Wir haben die 3 sind 12. Die Karte zählt nicht. Die Karte zählt nicht. Die Karte zählt nicht. Die Karte zählt nicht.

79 auf die Zahl 16 und die muss ich natürlich jetzt erstmal finden, was tatsächlich gar nicht so einfach ist mit diesem Deck, weil ich es wirklich gar nicht kenne. Aber ich schaue mal, ob ich die Karte finde. Die sind wirklich alle ganz unterschiedlich und deshalb so ein bisschen schwierig zu erkennen, also auch von der Gestaltung der einzelnen Trümpfe zum Beispiel, ganz unterschiedliche Energie. Aber ich gebe natürlich nicht auf. Hm. Ihr wisst sicher schon, welche Karte es ist, aber ich finde sie nicht. Gut, nochmal. Ich werfe die jetzt mal hier so hin und schaue, was ich damit anfangen kann. Da ist sie nicht bei. Ah, hab sie. Es ist der Turm. Und guck mal, was für ein crazy Bild äh, der Turm, der wirklich richtig äh, angefeuert wird von diesem allsehenden Auge hier oben. Also da sind schon auch immer sehr starke Crawley Aspekte drin und äh, aus dem ja Dinge herausfliegen. Aber der steht sowieso auf dem Kopf irgendwie. Guck mal, der steht ja so, also die Spitze ist unten und es hat für mich so ein bisschen was von Rapunzel. Äh, nicht von Rapunzel, von Frau Holle. Ähm, das, was ist oben, was ist unten, auf jeden Fall geht es darum, Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich habe sowieso die ganze Zeit das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo wir zwar nicht so viele große Arcana haben, wie wir das in anderen Zeiten haben, aber wo irgendwie ähm, auf so einer ganz unterschwelligen Ebene ganz viel passiert. Und Erkenntnisse immer stärker werden. Der Turm ist die Erkenntniskarte, die Lichtbringerkarte. Und ich denke, wir sollten wirklich darauf achten, was macht der Neumond in unserem Erleben in der kommenden Woche. Und das wird eine besonders wichtige Nachricht für uns sein. Damit bin ich am Ende dieser Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir heute nicht live waren. Nächste Woche schaffen wir das wieder und freuen uns natürlich schon sehr darauf. Und bis dahin wünschen wir euch eine super Zeit. Und ja, macht es einfach gut. Viel Glück beim Fußball für alle, die da mitfiebern. Und ich bin morgen früh wieder live. Dann sehen wir uns. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann und Tschüss.